Im Zuge der Print Days 2020 wollten wir ursprünglich über das Thema Product Experience Management und KI sprechen. Wir wissen alle, dass aktuell eine solche Veranstaltung nicht in der geregelten Form stattfinden kann. Gerne möchte ich Ihnen aber auf diesem Wege das eine oder andere zum Thema Experience Management und PIM übermitteln. Wir freuen uns sehr, wenn wir Ende des Jahres vielleicht doch gemeinsam in größerer Runde die Möglichkeit haben, dieses Thema nochmal zu diskutieren. PIM Consult ist eine der führenden Beratungen im Bereich Produktinformationsmanagement, Multidomain-Management und Product Experience Management. Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal, das uns besonders auszeichnet, ist die komplette Unabhängigkeit von Anbietern. Wir sind in der Lage, unsere Kunden komplett neutral zu beraten und somit die optimale Lösung für Sie und Ihr Geschäft zu identifizieren. Unser erfahrenes und pragmatisches Beraterteam hilft Unternehmen dabei, innovative und effiziente Produktdaten und Stammdatenprozesse zu implementieren. Wir unterstützen unsere Kunden bei Prozess-, Organisations- und Produktdatenanalysen, konzeptionieren gemeinsam die Anforderungen, Prozesse und organisatorischen Veränderungen. Wir unterstützen zudem im Zuge der Systemauswahl und begleiten im Regelfall unsere Kunden im Rahmen der Implementierung bis zum erfolgreichen Go-Live. Was ist nun aber PXM? PXM steht für Product Experience Management. In den letzten 1 bis 2 Jahren ist dieses Thema von einigen PIM-Anbietern deutlich fokussiert worden. Aber was ist das wirklich? Häufig fragt man uns, ist das jetzt was anderes als PIM? Brauche ich jetzt mein vorhandenes PIM noch oder muss ich ein neues System anschaffen? Grundsätzlich ist aus unserer Perspektive PXM eher ein Prozessmodell und eine Herangehensweise als ein System. Die gängigen Systeme, die PXM im Fokus haben, bieten im Regelfall heute keine Funktionalitäten, die PXM spezifisch wären. Vielmehr werden die Tools, die es ansonsten flankierend gibt, tiefer in die Systeme integriert und ermöglichen so den Unternehmen besser auf ihre Kundenanforderungen einzugehen. Ist also PXM PIM 3.0 eine andere Klasse von Systemen, die jetzt implementiert werden müssen? Grundsätzlich nicht. Denn vorhandene PIM-Systeme haben im Regelfall bereits Funktionen, die diesen neuen Philosophieansatz unterstützen. Was jetzt aber der größte Unterschied? Wenn wir auf die Ursprünge von PIM-Systemen zurückschauen, ging es im Wesentlichen darum, dass wir medienneutrale Informationen erfassen und diese für Kanäle zugänglich machen. Im Kontext von PXM ist tatsächlich der Begriff Kontext auch der wichtigste. Das heißt, wir beginnen damit, in PIM-Systemen die Daten, die wir dort erfassen, kontextorientiert, also kunden- oder anspracheorientiert, zu erfassen und zu erzeugen. Wir schaffen also somit die Basis, direkte Kunden oder aber auch Personas anzusprechen und mit individuellem Content aus einem vorhandenen PIM-System zu bedienen. PIM in der aktuellen Form bleibt also durchaus bestehen. Die Erstellung von individualisierten Content in diesem Ausmaß ist für normale Organisationen kaum zu realisieren. Aus diesem Grund gewinnen künstliche Intelligenz und Machine Learning immer mehr an Bedeutung. Die Möglichkeit, automatisierte Texte zu erstellen, sogenannte Robotertexte, ermöglicht eine direkte Ansprache unterschiedlichster Zielgruppen und Personas, zum Teil in Realtime. Das gleiche gilt für das automatisierte Taggen und Analysieren von Bild- und Videodaten, die einen zusätzlichen Pool von Informationen schaffen, die Sie für die direkte Ansprache Ihrer Kunden benötigen. Auf diese Weise unterstützen Sie diese neuen Technologien dabei, den kontextrelevanten Content zu beschaffen, der für Ihr Geschäftsmodell erforderlich ist. KI und ML sind somit wesentliche Bestandteile der PXM-Philosophie. Die Integration dieser Technologie
in vorhandene PIM- und MDM-Systeme schreitet hier mit großen Schritten voran. Gehen Sie also davon aus, dass viele Ihrer vorhandenen Systeme hier in Kürze entsprechende Funktionsbausteine an Sie liefern werden. PXM ist also die Kombination von vorhandenen PIM- oder MDM-Funktionalitäten, entsprechenden Prozessen und der Integration von KI und Machine Learning. Dieses Konstrukt ermöglicht Unternehmen, sehr viel kundenspezifischere Daten und Informationen in ihrer vorhandenen Infrastruktur zu speichern. Grundvoraussetzung bleibt aber weiterhin eine entsprechende Datenqualität, ein Verständnis darüber, was mein Kunde überhaupt an Informationen haben möchte und in welche Kanäle ich sie ausspiele. Wir nennen das in unseren Projekten im Regelfall Produktdatenvision. Also in der Tat verstehen, was genau ist die Anforderung aller meiner Kunden, damit ich in diesem Gesamtkonstrukt alle notwendigen Daten bereitstellen kann. Wie PXM heute bereits in Unternehmen genutzt wird, welchen Einfluss das auf die Arbeitsprozesse von Marketing, E-Commerce, Textern, Produktmanagern und allen Beteiligten hat und welche Herausforderungen sich daraus ergeben, darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen, und zwar auf den Print Days 2020. Ich freue mich sehr, wenn wir uns persönlich kennenlernen können und freuen Sie sich auf einen spannenden Vortrag. Bitte bleiben Sie gesund.